Der Lego Movie 1 war ein Riesenerfolg, es war alles super, Leute haben es gefeiert. Und da war es auch nicht weiter verwunderlich, dass ganze 5 Jahre später dann der Lego Movie 2 rausgekommen ist. Wir kommen, um euch zu vernichten. Oh. Ja, und so hat der erste Teil geendet und da geht's, denke ich mal, beim zweiten Teil weiter. Hallihallo, hallöchen Leute, willkommen zu einem weiteren Video und ja, ich bin zurück in Deutschland, ich hab's geschafft. Ich hatte erstmal übertriebenes Jetlag, habe ich echt nicht gedacht. Ich habe den ganzen Dienstag komplett geschlafen und gestern wollte ich eigentlich ein Video für heute schon aufnehmen, was heute vielleicht rauskommt, hoffentlich schon. Aber mein linkes Auge hat übelst gebrannt, ich konnte gar nicht mal in die Kamera gucken, weil es ständig getränt hat. Ich hoffe, das klappt jetzt mittlerweile wieder. Mal schauen, ob ich jetzt heute durchhalte komplett. Also lasst euch mit einem Hoch da, wenn dieses Video rauskommt. Abonniert auch sehr gerne, dass ihr keine weiteren Videos verpasst. Wir sind kurz davor von 100.000 Abonnenten, also wäre richtig cool, wenn ihr dann mal ein Abo reinlasst. Es ist kostenlos und absolut nice, wenn ihr es machen würdet. Aber jetzt würde ich sagen, let's go rein da. Oho, wieder dasselbe Anfang wie beim ersten Teil, sehr geil. Wieder dramatische Musik. Und Weltraum. Und eine Tür. Eine Kellertür. Oh. Darf noch jemand hier unten spielen? Rate mal wer. Oh, die Schwester. Deine Schwester. Schwester hat UFOs? Ja, die sehen genauso wie die Daleks-Raumschiffe von Dr. Who. Kommen, um euch zu vernichten. Die sehen richtig brutal aus, ey. In ein bisschen an Poppys Playtime. Seht ihr? Oh. Freunde. Oh, ein Herz. Jo, was ist hier los, Albtraum? Und das war die kleine Schwester? Die ist ja richtig gestört. Mehr Herzen? Hä, hey, aber mehr ist doch ein gutes Zeichen eigentlich. Wenn die sagen, ein Herz gegessen haben und die wollen mehr Herzen haben, ist doch gut. Oh. Jo, einfach ein Ultraschallschrei. Ich muss mal sagen, wie stelle ich mir das denn vor, dann eigentlich dann am Ende, wenn die Schwester das dann echt umsetzt? Hat ihr mit der Faust dann die Spiegel zerschlagen? Hier ist alles super. Na, hier ist alles cool. Wir sind nicht allein. Ich esse Laser. Das ist nicht möglich. Die macht ihre eigenen Regeln einfach. Geil. Kleine Geschwister, die immer die Regeln anders machen, als man sie selbst gesetzt hat. Hört mal her. Der Vater. Seid schön lieb zueinander. Ich gehe jetzt golfen. Aber der Vater hat gesehen, wie die Schwester alles zerstört. Aber dann hat gesagt, ich gehe golfen jetzt, oder was? Alles klar, bester Vater auf jeden Fall. Eine Liga tapferer Helden. Ah, oh, Justice League. Im Star Wars Raumschiff? Nee. Wo ist Batman? Er macht wie immer sein eigenes Ding in einem Solo-Abenteuer. Oh, ist es Batman Movie-Anspielung? Kann man mich übersehen? War mein Fehler. Keine Panik, Stadtbewohner. Ich würde gerade sagen, wo Green Lantern ist. Sind die mehr mit? Wir noch zurücklassen können. 5 Jahre später. Oh. Dramatisch, ey, richtig. Was ist denn jetzt los? Jo, einfach postapokalyptisch. Sieht ein bisschen aus wie Maze Runner, der zweite Teil. Schufen wir eine mutigere, coolere und reifere Gemeinschaft. Apokalypstadt. Apokalypstadt. Mad Max-Style einfach plötzlich. So ein paar Jungfrauen entführen und, so. Was ist das? Das ist Muttermilch. Dieses neue Leben hat uns alle stark abgehärtet. 2 Kaffee bitte. Nur ihn nicht. Wir immer noch gleich geblieben, ist trotz den ganzen Umständen einfach ehrenvoll. Morgen Apokalypse-Stadt. Dass es immer noch Kaffee gibt. Krass, wie bauen die denn an eigentlich in der Wüstenstadt? Verkauf, früher Morgen. Ja. Für den Tag. Ein neuer Song? Oh nee. Ja, doch. Hier ist alles cool, denn du bist nicht dabei. Hier ist alles super. Oh, dein Kopf gibt's noch. Okay, mein. Der hat stimmt, der hat ja sein Gesicht wegradiert bekommen. Hast du mit Edding draufgekritzelt, ja. Aber das gute Gesicht, ich das mit dem Edding, stimmt eigentlich. Ich hab's umgeschrieben. Ja, Plastik brennt. Aber wenn Feuer auch Plastik ist, schmilzt dann das Feuer selbst? Wie war dein letztes Abenteuer? Gut, sehr gut. Ah, das war der erste Teil. Ich habe den auch irgendwann mal gesehen, aber ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Nur ich und Alfred. Ich glaube, Alfred würde ein neuer Hut auch gut stehen. Nicht so eine Glatze aussieht, ne? Kann einfach austauschen. Aber cool, dass das Intro nochmal genauso genommen haben. Mit den Katzen und so weiter auch. Oh, das ist doch auch hier Star Wars Parodie, oder? Hat er auch so eine rote Brille? Ray. Alles war super. Jetzt ist alles bloß noch. Hey Lucy! Ah, hi. Oh, einfach den Monolog zerstört. Oh. Was, wenn es keinen Kaffee mehr gibt? Krieg. Bei ihr ist auch viel besser. Die Musik wird vielleicht verändert. Wir haben das Licht geändert auch und alles. Krieg. Ich kann das nicht. Krieg verändert alles in der Welt. Kann man heute echt sagen irgendwie. Krieg ist aktueller denn je. Da war so ein Delfin. Es ist 5.15 Uhr nachmittags. 5.15 Uhr nachmittags, nur dazu sagen, weil amerikanische Uhr. Öffneten sich im Boden so gruselige schwarze Löcher. Oh, ist eine Vision? Gandalf wurde auch in die Finsternis gezogen. Flieht, ihr Narren. Nicht übel gegrübelt. Oh. Ja, diesmal hat er auch eine coole Kamerafahrt bekommen. Das ist meine Zukunftsvision.
Oh, ein Haus gebaut. Mit grünen Garten in der Wüste, ja, das gekriegt. Gut, er hat Plastikteile finden, ne? Die grünen sind putzen. Ich muss ja nicht gießen. Fernsehzimmer, Esszimmer, Franziskas Zimmer. Franziska? Wer ist Franziska? Wie riesiges Haus. War das so winzig? Ist da 5 Räume drin? Ein riesiger Keller? Trampolinraum. Hey, voll geil. Toasterzimmer. Toasterzimmer. Toast oder Waffeln haben. Toasterzimmer, auch Waffeln? Jeden Morgen rennst du durch die Stadt und singst diesen Fließband-Pop-Song. Dieser Song macht dich wirklich sauer. Ja, auf jeden Fall. Weiter provozieren. Ist immer gut bei Frauen. Funktioniert. Aber wie krass, wie auch abgenutzt sie aussieht. Komplett die Farben verschmiert und alles so. Er wird auch ein bisschen abgenutzt da unten. Kann man froh sein, dass es nicht draufgeklebt ist, sondern so drauf gedruckt, die Farbe. Da, eine Sternschnuppe, wünsch dir was. Eine Sternschnuppe? Ganz komisch am Tag. Ah, das ist so eine Drohne. Jo, unauffällig. Einhorn, Kitty. Abruf, Innere. Ja, was? Oh mein Gott. Ja, genau. Was ist Emmett da gebaut? Ein Einrad? Ne, sind 3 Rad, aber als Einrad irgendwie. Ganz weird. Aus Emmett, ne? Schleich, 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 Schleich. Mich zu sagen, sonst macht man es nicht. So was haben wir noch nie gesehen. Emmett tanzt zum Beat. Oh, wow, super Emmett. Ja. Ja, wenn die Schwester ihre eigene Regeln macht. Oh, eine Herzbombe? Mit Liebe alles zerstören, mein Herz. Die Schwester muss eindeutig zum Therapeuten. Super Agro-Turbomotor. Super safes Rücklicht und Blinker. Wärmen-Super-Kette. Ja. Scheibenwischer. Safety geht vor. Und nur saubere Spiegel. Ob würde ich mal Spiegel haben. Oder Fenster. Widget-Scheibe, so. Scheibe. Hey. Oh, immer noch ein paar Scheiben, die noch übrig geblieben sind. Nach dem Ultraschallschrei von vorhin. Es weiß immer, wohin wir fahren. Verrückt, oder? Ah, come on. Jemand hält er sich an die Regeln. Er hat sein eigenes Haus kaputt gemacht. Die 20 Räume, die eigentlich nur einer waren. Er hätte auch easy drum herum fahren können. Genug Platz. Meine coolen Kisten. Coole Kisten. Das ist echt Mad Max. Für eine brennende Gitarre noch. Ah, überlebt. Tot. Kein Hai mit Laser, sondern zum Delfin verwandelt? Ey, was kann die noch? Ja gut, die erfindet die Regeln einfach selbst, ne? Gegen die kannst du nicht gewinnen, wenn der alle Regeln selbst ausmacht. Hey, und ist doch dieser Zauberer gewesen. Den kennen wir doch noch mit der Vision und sowas. Leute, die überall Rosinen reintun. Oh, Rosinen. Absolut bescheuert. Wer packt das da rein? Ich hasse Rosinen. Ich würde genauso ausrasten. Verschließt sich langsam. Warum hat die Schwester nicht einfach eine Bombe reingeworfen in die Tür? Jetzt macht's es. Ich hätte es nicht sagen sollen. Nimm dies und heul doch. Ja, es heult jetzt. Sehr effektiv auf jeden Fall. Wie eine Blitzattacke gegen Stein. Freiheit. Oh, das hat's gebracht jetzt? Jetzt wird Schwester sowas von sauer sein. Na, das kommt wieder locker. Oh, was ist denn Viech? Das ist doch keine Lego-Figur. Es gibt diese neuen Lego-Figuren, die so ganz anders aussehen. Das tut so weh. Oh, ein bisschen helfen. Ein bisschen pusten. Wird so kalt. Ah, ja. Du bist ein Lego. Du fühlst keine Wärme. Kälte. Ich bin General Mischmasch. Mischmasch. Ist das nicht von Lego Friends oder sowas, die Figur? Da gibt's doch auch irgendwas Neues. Oh nein. Na gut, das geht doch. Nichts reingekommen. Na, das Viech. Der euren wildesten Anführer. Das bin ich. Du? Hey, der ist locker der Anführer, der das Viech besiegt, das Raumschiff. Das sind dann wir. Ja, ich bin eine Prinzessin. Ich bin Anführer, Leute. Einiges darauf einfach. Mal bei dir nehme ich keine Führungsqualitäten wahr. Ja, meine das Daten bestätigen. Jetzt haben schon so oft gesagt, der war immer der Auserwählte. Less than special, weniger als besonders. Er hat vor ein paar Jahren das Universum gerettet. Vor 5 Jahren genau gesagt. Aber du hast die ganze Arbeit gemacht. Gar nicht wahr. Er hat doch geholfen am Ende. Er hat sich geopfert. Emmett passt sich den Zeiten nicht an und hat keinen Killerinstinkt. Ja, jetzt geht es ja darum, sich selbst zu beweisen in der Folge, in dem Video, in dem Film. Um 5:15 Uhr von der Vision von Emmett, aber. Armageddon. Warum hat Gandalf diesmal die Vision gemacht und nicht der alte andere Zauberer da? Wo ist der eigentlich jetzt gerade? Viserio heißt der doch, hieß der doch, oder nicht? Sticker schießt die? Nicht Sticker. Oh nein, die Aufklebedinger. Bah. Hätte schnell erlebt die auch, auf jeden Fall bei Lego. So bescheuert. Es ist sogar noch niedrig auflösende Sticker. Oh nein. Unfassbar. Ich rette euch mit meiner Doppeldecker-Couch. Trippeldecker? Ach du Heiliger. Jetzt sind alle gerettet. Ich brauch keinen Körper, ich besieg dich mit. Köpfchen, auf jeden Fall. Couch macht ihr gleich out. Die Couch macht ihr gleich out. Ein geiler Spruch, wenn das auch gewirkt hätte. Nein, nein. Lucy! Ach, sie hat Lucy und so mitgenommen, die eingetickerten, tackerten, gestickerten, so. Ich bin so mitten in
in der Geschichte mit Zeitschleifen und ihren Wendungen. Geschichte mit Zeitschleifen, ihren Wendungen? Zeitschleifen liebe ich ja. Ihren Wendungen, immer geil. Basketball-Legende Cheryl Swoops. Die Basketballer. Kenn ich nicht. Kennt ihr den? Cheryl Swoops. Ewige Verbannung in die Box des Vergessens. Hätte ich die originale Stimme von Gandalf, oder? Aus den Filmen. Und wer leitet die Mission? Es ist Wilma von... Durch das Sterntreppentor, wie wir... Das ist Cleopatra. Du hast dich nicht... George... Nee, wie heißt der? Washington? Nee. Abraham Lincoln. Meine Güte, nee, mein linkes Auge ist übrigens am Arsch gerade, wenn wir am Schneiden. Genau, Alter. Aquaman. Du bist voll der Hufflepuff. Hufflepuff. Gedisst. Oh, das war hart. Kleine Kinder. Oh. Kinder-Lego-Figuren gibt's auch. Wer kommt mit? Keiner, die machen die Tür zu wieder. Ja, wusste ich. Oh, ist ein bisschen traurig. Aber ich meine, er war der Auserwählte. Da hat er scheinbar in diesen 5 Jahren nichts gemacht, um sich zu beweisen. Nur das komische Haus da gebaut, das nur einen Raum hat von außen, aber innen viel größer als außen. Oh, jetzt baut er nochmal das Haus. Krass, Kamin. Ach ja, ein Raumschiff. Halt die Blätter fest, Franziska. Ach, Franziska, jetzt check ich das. Das ist Franziska. Aber schnell unterwegs ist er. Hyperschall oder so. Raumschiff, Raumschiff, Raumschiff. Den haben sie mit entführt? Als einer der Anführer? Raumschiff-Typ? Seht, das Sister-System. Oh, das Sister-System. Der Schwester-Sister. Wie heißt das? Windspiel? Nee, nicht Windspiel, das ist anders. Mir fallen die ganzen Worte nicht ein. Was? Ach, nochmal. Mobile heißt das, Herr Brody. Oh Gott. Absoluter Albtraum. Singende Sterne, die sehr gegrüßt singen. Oh, das sind die neuen Lego-Friends-Figuren da. Ob die so heißen, weiß ich nicht. Die Eisfigur. Emmets Vision. Königin Vasimasibili. Vasimasi was? Gesundheit? Ist es das? Lego-Friends-Figur? Susan, serviere unseren Gästen bitte eine Erfrischung. Und das Einhorn ist es? Sehr sass auf jeden Fall. Königin Vasimasibili. Vasimasibili. Oh, sie macht, was sie will? Oh Gott, das will... Okay, das... Die ist auf jeden Fall gut. Auf jeden Fall auf der guten Seite. 3 Augen heißt immer was Gutes, ja. Glaubt mir, meine Pläne sind durch und durch beunruhigend. Ja, super, dankeschön. Ich bin beruhigt auf jeden Fall, ja. Beruhigend? Ja, das zeigt auch wieder, dass die Schwester nicht gescheit reden kann. Das ist voll gut auch wieder eingebaut. Das erkläre ich euch in der Sprache, die alle verstehen. Der Sang. Hallo Freunde, ich bin Königin Vasimasibili. Ah, was immer sie will. Ah, ich wusste es doch. Die singt schon wie so eine Bösewichte, wirklich. Also... Allein der Aufmacher ist schon super verdächtig. Jetzt erst verdächtig? Aber die kann auch weniger Teile haben, plötzlich auch. Es war doch keine so lieb. Aber der Song ist richtig nice, Leute. Müsst ihr auf jeden Fall euch anhören. Aber wir müssen skippen, wisst ihr ja. Ich empfange nämlich gerade ganz böse Schwingungen. Echt? Nee, du bist die Einzige. Ich krieg ganz normale Schwingungen gerade. Ein Raumschiff ist mein allergrößter Traum. Du kriegst einen eigenen Planet. Oh, aber ohne Atmosphäre, weil das Raumschiff fliegen ein bisschen besser. Und am besten auch ohne Klimaprobleme, weil es auch besser im Raumschiff fliegen. Sie ist nicht böse. Was ist mit dir? Ja, die besticht die einfach alle nacheinander. Gebe ich dir die Hälfte von allem. Ich stehe auf die Frau. Und hier... So ein bisschen auch so Vibes wie diese Tentakelfrau von Ariel. Olga oder so hieß die. Ich weiß den Namen alle nicht mehr. Ey, mein Gott, nee. Es ist die Ursula, ne? Und dann feiern wir die Hochzeit von mir und dem Fledermann. Ich wusste doch, hey, Hochzeit. Wegen 50-50. Hochzeit? Du hast die Hälfte von allem abgenickt. Nein. Ah ja, siehst du, doch eine Anspielung daran. Ich bin, dass ich bereit bin, der jetzt ein... der jetzt... Na? Niemand von uns wird je an deiner Hochzeitszeremonie teilnehmen. Sie ist bestimmt nur neidisch, weil ihr Ex-Freund jetzt eine krasse Königin heiraten würde. Ah ja. Was sie, Willi. Einfach Banger. Den auf Spotify runterladen. Oh, kurz Duplo. Oh, Albtraum. Glasteroiden! Glasteroiden? Hey, was ist denn in der echten Welt dann? Staubpartikel? Das ist das Ende! Oh! Wer ist das denn? Wie cool. Yo, einfach One Punch Man? Ja. Das ist Emmets Musik? Ja! Yeah. Oh! Ich heiße Rex. Er hat genauso Augen wie Emmett, auch nur schwarze Punkte. Dieser böse Bube ist mein Schiff. Jo, so ein riesiges Teil. Der hat genauso dieselbe Frisur, die ich früher hatte. Und krasse Wandknochen auf jeden Fall. Die Rex Celsior. Rex Celsior. Die Raptoren steuern das Schiff. Ich hasse Montage. Gut, dass heute Donnerstag ist. Ich will wirklich nicht von meiner Vergangenheit reden. Er redet doch drüber. Oh, ist auch rausgefallen. Oh, unterm Trockner. Oh, da will ich auch nicht drunter gucken bei mir. Das sind auch wahrscheinlich Spielzeuge von 1992.
Der wurde nie gefunden. Wie lange? Wie ist er rausgekommen wieder? Meine Zeit allein war eine Erleuchtung. Ich nehme den Hanteln im Mund. Gut, Nackentraining. Hey, das ist Billard? Ja, Airhockey. Wie ist dein Nachname, Emmett? Bokowski. Hat man jemals vorher schon mal Bokowski gehört? Für zum ersten Mal. Ist das jetzt Pole? Ist Ski nicht immer eine polnische Endung? Cool. Hilf mir, meine Freunde zu retten. Okay, Kleiner. Lang überlegt gerade. Unangenehme Stille. Ich höre dich nicht. Echt nicht? Die Haare sind ein bisschen im Weg, glaube ich. Weniger Gel reinspielen oder sowas. Ich habe den Spruch nichts bereuen erfunden. Ich bereue allerdings, dass ich ihn mir nicht da patentieren lassen. Ja, einiges Geld flöten lassen da. Ärgerlich. Dreh den Warp-Antrieb auf 11x2. 11x2, 22 Raptoren können rechnen. Krass, echte Genies. Aber eine Faust, einfach eine Bro-Fist. So hat auch den Kameten am Anfang zerschlagen mit der Faust. Den Glas-Theoriden. Diese Special Effects, krank. Deine Hochzeit, habe ich recht. Keiner auf der Welt kriegt Batman Forever. Eine Anspielung. Na, Batman Forever. Das war doch auch ein Film, oder? Der so echt ziemlich cool fand, aber ich glaube, die Mehrheit der Zuschauer oder Fans, die nicht mochten. Hallo. Was war das? Hä, das fragt sie doch. Sie kennt doch die Bomben. Dass sie es nicht gecheckt hat, auch so doof. Oha, jo. Was ist denn noch alles, die Schwester? Viel mehr als der Bruder. Verschiedene Planeten auch. Willkommen im Palast der unendlichen Reflexion. Okay. Ey, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich finde diese Lego Friends Figuren immer noch ziemlich weird irgendwie. Warum haben die eigentlich die erfunden, diese Figuren? Ich verstehe nicht ganz, was der Sinn dahinter war. Haben noch Lego Figuren? Oder sind die größer als normale? Weiß ich gar nicht. Nebenher bin ich auch DJ und trage sehr gern Damenjeans. Cool. Ich trage auch sehr gern Damenjeans, was? Dein Haar. Was? Oha. Hat die Zucker in den Haaren? Sieht so nach Lollipop aus. Wenn ich sie abmache, wer bin ich dann? Bruce Willis? Vergiss es, Baby. Ah, geil. Sogar eine echte Kanalstimme, glaube ich. Aber das kann sie einfach auch abziehen, die Perücken. Würden sie Leonie Jogo niemals machen. Als ich jünger war, saß ich mal mit einem Edding. Hab mir Haar für Haar, naja, gefärbt. Ich will vor allem echt leben, wie wir es machen, mit Edding die Haare färben. Diese Planeten auch da mit Schnüren, auch geil. Alles bei der Schwester, die hat so viel Platz. Guck, jetzt hatte der Bruder unten auch alles riesige Welten. Ein bisschen mehr Zeug auch rumstehen. Da ist ja viel Weltraum, viel nichts. Such dir einen aus und tu so, als wärst du sicher. Fake it until you make it, ja. Ich habe alles erwartet in diesem Film, aber nicht Raptoren, die Waffen tragen und Raumschiffe fliegen. Du bist aber ein ganz feiner, ein ganz feiner. No. Der ich verwirrt zurück in den Hund auf Hawaii. Der Hund von meiner Mutter, Sunny. Am Anfang hat sie mich gehasst, aber später wurden wir Best Friends. Die tickende Uhr tickt. Der labernde Brody labert. War geplant. Ich denke nicht, dass er es geplant hat. Ja, echt. Machen Sachen. Quake, Ripley, Connor. Die haben alle so coole Namen. Und der andere. Und der andere. Das war der nicht so beliebte Schüler, den Namen von der Lehrer niemals kann. Guck ihn nicht in die Augen, sie kriechen in dein Hirn. Ich kann, wo soll ich sonst hingucken? Ey, mach keinen Doppeldecker-Couch jetzt, bitte. Ach, geil, immer doch ein Fahrzeug. Ohne Couch. Diese Waffe. Wie wieder eine krasse Faust. Jo, einfach wirklich One Punch Man. Einfach heftig, der Typ. Ich bin neidisch. Er hat krasse Haare, krassen Bart und er ist cool. Alles, was ich nicht bin und hab. Wie hast du das mit dem Punch gemacht? Man muss Sachen abreißen, um sie wieder aufzubauen. Oh, das Gegenteil wie Emmett. Emmett baut krasse Sachen und er zerstört Sachen krass. Wenn wir deine Freunde retten wollen, dann musst du unbedingt ein Master Breaker werden. Ah, das Gegenteil zum ersten Master Builder Teil. Ah ja. Wie ich gesagt habe, das Gegenteil ist Emmett. Laternenpfähle? Ja, Laternenpfähle sind grauenvoll, weil sie so... Oh, Narnia-Vibes krieg ich plötzlich. Okay, das klingt echt nach diesem anderen Film, Vivarium. Horrorfilm. Kann ich nicht empfehlen zu gucken. Hi. Oh, diese Lego-komischen Figuren. Ah, das sind auch normale Figuren dabei. Willkommen in Urlaub. In was? Urlaub. Will ich auch genauso nennen. Superman? Hi, Emmett. Hey, da ist er ja. Es steht jetzt für Soft. Ich bin Softy Man. Ja, Softy Man. Er hat Glitzer auch überall durch drauf. Oh, da kommt Lex mit Smoothies. Ja, okay. Also Glitzer macht scheinbar aus allen Softies. General Zod hat für uns Guacamole gemacht. General Zod ist ja der Erzfan von Superman auch. Warum seid ihr alle so? Wir hören alle auf die Musik. Es gibt eine Wonder Woman Lego Friends Figur Version. Hört ihr die Musik an? Eine Duplo Wonder Woman? Was gibt's noch alles? Beschalle sie mit leichter Popmusik. Das wird sie foltern. Ein echter Ohrwurm, dieser Song ist ein Ohrwurm. Hey, voll der geile Text. Ein Song über den Song. Ist das ein Kackewurm? Richtiger Ohrwurm. Er ist weiß. Oh, wie cool. White Batman. Das sieht echt voll cool aus. Ich liebe ja weiß. Dieser Song ist ein echter Ohrwurm. Ich habe einen Ohrwurm von einem Song, der singt, dass es ein echter Ohrwurm ist. Dieser Song ist ein echter Ohrwurm. Er macht einen Wurm, wie cool. Das kann ich nicht. Es gibt eine Käseplatte, in
der Küche. Na, ah, eine Käseplatte. Oh, wie krass. Gut, dass ich Käse vertrage. Rippt man an Laktoseintoleranten. Und der andere. Ah, Raptor mit Makara Maracas. Keine Angst, dieser Song hat null. Er macht einen Floss-Dance. Cringe. 2019. Oder sogar der Roboter von... Ah, das ist doch alle die von Zauberers Oz. Gibt's da auch Lego-Figuren von? Es gibt zu allem Lego-Figuren gefühlt, nur noch nicht von mir. Oh, krasse Kopfhörer. Willis, ja, ich krieche gerne mal durch Luftschächte. Ah, wie war stirbt langsam. Aber schalldichte Luftanlage hast du da, hä? Das ist doch ein Luftfilter, Ding. Dass der komplett schalldicht ist, auch komisch. Muss da Luft durchkommen auch. Hä, kann nicht schalldicht sein. Filmfehler. Ich fühle eine schreckliche Angst, Lucy für immer zu verlieren. Ja, Faust. Jo, er kann's auch übel krass. Die können da atmen. Oh, schlimmer als das Lego zu treten. Lego zu fallen. Aber wieso bei Duplo sind da normale Steine? Hä? Ich bleib, wo ich bin. Gut, ich nehme alles zurück. Ich bleib nicht, wo ich bin. Kann er gar nicht. Keine andere Wahl. Aber Batman in Weiß. Ich werde mich nicht dran gewöhnen, aber ich will mich dran gewöhnen. Das sieht echt cool aus. Dieser Schokofondue-Brunnen ist fantastisch. Schokofondue, aber richtig krass irgendwie, weil das sauber zu machen, immer eine Phase. Ich kann es echt nicht empfehlen. Aber diese gewisse Wildstyle ist entkommen. Aber wenn es nicht der Plot-Twist, dass unter der Maske eigentlich Wildstyle wirklich ist oder so. Und am Anfang, was von Zeit parallel gezeigt wurde, ist wahrscheinlich das Wildstyle in der Zukunft oder keine Ahnung. Wildstyle war früher einfach so ein Lego-Friends-Figur. Irgendwo ist der Plot-Twist locker irgendwie so. Ich hab, glaube ich, die Lösung. Wir müssen einfach nur abhängen. Bin dabei. Bro-Abend machen, ein bisschen abhängen. Ja! In Grün rein? Wäre sich bei Gelb besser aufgehoben? Schüler wurde zum Lehrerassistenten. In meiner Beförderung. Und jetzt kommt eine Pause. Warum? Ah, kann ich mal aufs Klo gehen? Achso, doch nicht. Was war das? Richtig komisch gerade, aber ich lieb's. So komisch ist es besser. Wo ist Wildstyle? Oh. Was? Ich verstehe kein Wort. Das ist Fortnite-Lama? Party Fever! Die kümmern sich ja nicht um Wildstyle, die vergessen sich einfach durch die Party. Schlechter Scanner, nicht mal gesehen, dass Wildstyle drunter ist. Oder hinten ist doch auch Emmett drauf auf diesen Schiffen. Sieht sie auch gleich, oder? Emmett? Ja, im All gibt's scheinbar auch Schwerkraft jetzt. Fällt runter, ey. Du bist den ganzen Weg hierher gekommen. Ich kann's nicht fassen. Aber krass, dass man einen Hoodie gibt bei Lego. Als Lego-Stein. Eine Kapuze, meine ich. Bin Rex. Abenteuerweste. Social Media Influencer. Oh, Influencer? Markier mich mal in der Story. Emmett ist so verdammt tough. Er ist doppelt plus tough. Wenn der beste Freund für dich Wingman spielt und dich von einem Mädel gutstellen will. Aber komplett übertreiben. Krass. Die Uhr aus meinem Traum. Ja, auch so random, dass sie da ist. Nicht mehr Lego. Meinen Berechnungen nach ist er einsam. Oh, Teil vom ersten Teil. Ich glaube, im ersten Teil ging es auch darum, dass er halt alleine ist und so. Also Batman-Movie, meine ich. Wenn er nicht das Ja-Wort sagt. Ganz ruhig, Sweetie. Ich regel das. Gezwungene Ehe immer gut, würde ich sagen. Ne? Vor allem, ist sie der Herzen? Ist eine Herzenschlüssel drin? Ich kenne Typen so wie dich. Macht euch tagsüber gern rar und kommt nur nachts mal raus. Nee, nachts bin ich zu Hause. Ich bin eigentlich immer zu Hause. Nicht wie Selina Kyle und nicht wie Vicky Vale. Wer ist Vicky Vale? Selina Kyle. Okay, jetzt nochmal. Also Selina Kyle ist Catwoman, also ihr echter Name. Die hatte mit Batman geflirtet. Diese andere Vicky Vale ist eine Reporterin gewesen von Gotham und sie hat mit Bruce Wayne was am Flirteln. Gern geschehen. Ich bin auch den mehr so der Keaton-Typ. Michael Keaton, Christian Bale als Schauspieler, die Batman gespielt haben auch. Fun Fact. Wir haben echt tolle Stimmen und sind muskelbepaart. Oh jo, mit dem Oberkörper flexen auf dem Klavier singen. Ey, der will sie ja doch. Und wir haben George Clooney's Charme. Ja, George Clooney wäre auch ein Batman-Schauspieler. Aber ich finde, Weiß steht mir echt cooler, nur Glitzer muss nicht sein. Kann man die jetzt auch hochkaufen, Batman Weiß? Und keinen Playboy, der mich bald schon ausrangiert. Aber wenn das die Schwester symbolisiert oder die Schwester die Figur da steuert, dann ist die Schwester doch ziemlich reif. Wie alt ist die mittlerweile? Jetzt will er sie doch heiraten. Einfach hinterrücks reingelegt, dass er sie doch heiraten will. Lieber in einer Viertelstunde. Ist das schon 5 oder was? Genau, 5.15 Uhr. Lego-Steine einschmelzen? Werden die dann zu Lava-Lego-Steinen? Ich bin verwirrt. Vor allem Plastik einzuschmelzen ergibt doch auch giftige Dämpfe. Nicht, dass noch Kinder auf die Idee kommen, wirklich Lego-Steine einzuschmelzen, ne? Oh je, die ganzen Hunde, was? Ja, oh. Jetzt aber zum Arzt gehen. Hochzeitstorte des Verderbens. Warum muss denn des Verderbens hinten dranhängen, hä? Hochzeitstorte des Verderbens. Eine Hochzeitstorte wäre nicht spannend genug gewesen. Ich konnte, als wir reinkamen, den Grundriss scannen mit meinem Grundriss-Omat. Ja, nämlich ein bisschen auch wieder an Doofenschmerz. Da war Omat hinten drangehängt, glaube ich. Aber Emmett und Rex haben eine Gemeinsamkeit. Emmett hat auch seinen Namen auf dem Bein stehen, Rex auf der Brust. Lucy zieht den Stecker von diesem Entertainment Center. Dann werde ich hier an der Spitze des Tempels zuschlagen.
Wow, der Plan ist beeindruckend. Mhm. Oh, er macht ja einen Eindruck schon bei ihr. Was ist mit deinem Haar? Oh, oh. Bei sowas Wichtigem wie ihrer Haarfarbe lügt sie mich doch nicht an. Das Wichtige, die Haarfarbe. Sie haben mir keine Gehirnwäsche verpasst. Und sicher, dass wir ihr vertrauen können. Na, oh, wieso redet ihr nur um einen? Hör auf dein Herz, Emmett. Ich kann dir immer vertrauen. Sehr gut, immerhin. Sind eingeladen zur Vermählung von Königin Vasimasivili und Bruce Margolis Batman. Margolis? Bruce Margolis Batman? Margolis ist sein Zweitname? Und der Nachname ist Batman? Werfe einen Batarang. Und wen immer ich damit erwische, der heiratet als Nächster. Das sieht aus wie der Typ von Assassination Classroom. Zwei Personen, die jemanden brauchen, der sie versteht, um das wahre Glück zu finden. Oh, gucken wir jetzt hier Lego Movie 2 oder The Batman Movie? Warst du die ganze Zeit hier? Ja, und es macht mich traurig. Oh, das arme Eis. So eine Kugel. Kommt alleine. Nicht mehr eine zweite Kugel geleistet. Ist auch teuer mittlerweile, ne? Kugeln-Eis. Puh. Früher haben die so 50 Cent gekostet, mittlerweile ja schon fast 2 Euro pro Kugel. Ich bin dein übelster Albtraum. Wenn ich zu spät zur Schule komme, meine Hausaufgaben vergessen und Puddingbeine hab. Ja. Mein größter Albtraum ist schwarz zu tragen. Uhuhu. Ich steuere alles hier von diesem Home Entertainment Center. So, deswegen dürfen kleine Schwestern kein Handy bekommen schon so früh, weil die machen dann sowas. Jetzt sagen wir das erste Wort, das uns einfällt und sehen, ob es das gleiche ist. Okay. 1, 2, 3, Party. Batman. Dann machen wir es genauso mit, okay? Selbe Wort. 3, 2, 1, Brody. Hast du dir geschrieben? Wir haben dich erwartet. Dann erwartet euch jetzt das Unerwartete. Sieh ja auch Masterzerstörer. Oh nein, die Sterne. Sind die scharf? Ja, scheinbar. Schwindlig. Wie der Schmelbulock von Gravity Falls. Nehmt eure Hände so und wieder auseinander und wieder zusammen. Okay. Ach, klatschen. Ach so. Ich klatsch auch immer so. Oh oh. Ist das schlecht? Nein. Oh oh. Ist nie gut. Außer das von ICQ. Oh oh. Weiß nicht, ob ihr es kennt, aber das war in meiner Zeit halt das coole Oh oh. Gäste der Braut, Marie Curie, die Oma der Gerechtigkeit. Die wichtigste, die Oma der Gerechtigkeit. Muss ich gar nicht, dass Alexander, nee, wie heißt die, dass die Salish auch eine Lego-Figur hat. Das ist mein Albtraum. Ich hab das geträumt. Das ist die Stimme von Rick Sanchez, oder? Von Rick and Morty. Hab ihn vor Augen, deinen Erfolg. Oh, ja, hier. Alter, krass. Sieht schon cool aus, ja. Aber wenn sie es jetzt so zeigen, wird es nachher nicht so passieren. Wow, meine eigene Rex-Weste. Warum hat er noch eine zweite Weste dabei, hä? Die ganze Zeit mitgetragen? Brenn die Gitarre, musste ja noch kommen. Oh, Mad Max. Ich denke wirklich, dass ich dich richtig mag. No. Immerhin mögen sie sich, doch schön. Ich stelle mir ein bisschen weird vor, wenn die Kinder kriegen, aber ja. Ihr habt uns angegriffen. Nein, ihr habt angefangen. Na, oh, geht das wieder los, ey. Du hast angefangen, ey. Jetzt kommt raus, wer sie ist. Der Helm ist weg. Jetzt sehen wir es, wer ist sie? Ist es ihr Zukunfts-Ich? Nee, gar nicht sie. Oh, das ist doch kein Plot-Twist, hä? Die sieht nur süß aus. Meisterbauerin. Komisch, wenn ich darüber nachdenke. Bauer, ne? Bauen und Bauer der Kühe und so hat. Ne? Wir wollen, dass sich unsere Welten in Frieden vereinen. Was, ist das so wirklich ernsthaft? Wirklich? Die wollen wirklich gut sein? Durch eine Hochzeit wollen die Welten vereinen? Das ist ja wie früher Königreiche, die sich heiratet haben, um sich zu verbinden. Verwandelt sich die Königin in ihre ursprüngliche Form. Das Herz von Emmett. Was? Das sind die Herzen auch alles überall da hinten auch. Wir bewundern euch. Oh, die Schwester bewundert ihren Bruder. Wer ist denn dann der Böse? Stopp. Was? Ist er der Böse? Ja, scheinbar. Er ist ja auch der meiste Zerstörer. Stimmt, ja, Zerstören ist immer böse. Ist ja mal ein riesiger Plot-Twist. Liebe ich ja irgendwie. Voll geil. Emmett. Oh nein. Die weiß ja den Plan, was sie den hat. Jetzt denkt er, dass sie eine Gehirnwäsche bekommen hat, weil sie gegen ihn kämpft. Ach nein, das bringt's ja nicht viel. Die haben dir eine Gehirnwäsche verpasst. Ja, das habe ich gewusst. Gehirnwäsche, ja, habe ich gewusst. Oh, war ja, ey. Vom Meisterbauer zum Meisterstörer. Was eine Karriereleiter. Krasse Faust, er hat plötzlich Finger. Oh, war ja, er ist der Bösewicht. Und nein, wahrscheinlich ist der Bruder jetzt hoch ins Kinderzimmer zur Schwester gegangen, hat dann mit Emmett alles zerstört, weil sie die Figuren geklaut hat von ihm. Wahrscheinlich deswegen. Oh nein. Da wusste ich, dass sie... Oh, sie ist auch rausgeflogen. Jetzt ist sie auch mal draußen. Beide mal draußen gewesen. Ich bin du. Was? Aus der Zukunft. Was? Dasselbe Synchronsprecher auch, der sich zur Stimme verstellen kann? So krass. Von mir gab es keine coolere, ältere Version, die mich rettet. Oh nein, es ist er gewesen. Die haben ihn nicht gesucht mehr, Emmett? Nicht mehr gefunden? Meine sogenannten Freunde tanzten den Händen eines Monsters. Das Monster, die Schwester. Es war an der Zeit für mich aufzustehen. Er kann in der Welt laufen.
Also Leute, macht eure Lego-Figuren nicht Mythen, sonst laufen die auch in der echten Welt so rum. Neue Haare. Ja. Hast du mir ein neues Styling und wurde zu Rex. Ach, deswegen ist es ein echter Bart, weil der in der echten Welt draufgemalt wurde. Vor allem die Kanten, die Wangenknochen. Dann fand ich einen Weg. Zeitreise. Ja, DeLorean. Die TARDIS von Dr. TARDIS. Ja, der TARDIS kam vor. Wie geil. Aus allen Zeitmaschinen baut er was in eine Zeitmaschine zusammen. Ey, voll geil. Zeitreisen. Wie nice. Oh mein Gott. Der hat die Raptoren auch her. Ich liebe Tennis, ja, genau. Überzeugt direkt. Flugskompensator ist da auch. Ey, wie nice. Also Dr. Who kam vor, ich bin schon begeistert. Und er hat sich nicht gewundert, dass da einfach so ein Raumschiff steht, der Junge. Aber klar, ein Junge beschwert sich nicht, wenn du so ein geiles Raumschiff findest. Und sie haben sie kaputt gemacht. Es reicht, es reicht. Ah, Mama, geh doch. Echt jetzt? Ja, meine Reaktion auch. Aber wenn das Emmets Vision war und Emmett von dem Bruder gesteuert wird, wusste dann der Bruder, dass das irgendwie alles passieren wird? Oder war dann Emmett als Entität irgendwie allein nicht mega krass drauf? Wahrscheinlich dann so rum, ne? Ja, ja, ich bin auf den Stein getreten. Es ist fast wie eine Geburt. Logisch, die Schwester so, was? Alle in die Box. Aber mal geh doch. Kinder, macht was, was eure Mutter sagt. Ja, bester Vater. Wollt ihr nicht Golf spielen? Ich spiele der Golf-Simulator am PC. Du hast alles kaputt gemacht. Er hat alles kaputt gemacht. Jetzt macht er sie fertig? Bruder muss sich hier ein bisschen entschuldigen. Eindeutig. Nein, ich will nur wieder zu meinen Freunden. Willst du echt wieder in die Matrix zurück, jetzt, wo du die Wahrheit kennst? Und die hat die Frisur einfach so geändert? Muss die Kinder neu aufsetzen? Er kann auf Jahre aufwurscheln. Sieht aus wie Justin Bieber jetzt gerade. Das lässt sich alles mit ein paar Jahren im Untertrocknasystem prägen. Im Untertrocknasystem. Hey, jetzt will er ihn dahin schicken? Dass er so wird wie er? Warum will er das unbedingt erreichen? Oh, ziemlich weit nach hinten. Ach, du Heilige. Ey, ich muss echt mit meiner Waschmaschine nochmal aufräumen. Wahrscheinlich habe ich mehr Essensreste als Lego-Figuren. Verlass mich nicht! Jetzt hat der Batman gerade seine große Liebe gefunden. Von das Bild am Familientisch auch mega witzig. Was ist mit dem Vater, ey? Der hat wirklich Angst. Alles wegräumen? Das hat der Vater auch aufgebaut teilweise, die großen Städte und sowas. Hat der Vater nicht seine Lego-Stadt und so Zeug auch geliebt? Warum... Erlaubt das einfach so, dass die Kinder das einfach alles wegräumen sollen? Hä? Check ich jetzt mal gar nicht, wirklich. Ja, nein! Kein Ende. Nee, vergiss es. Das ist hier nicht so ein Depri-Cliffhanger-Ende. Nee. Wie viele Leute im Kino schon jetzt ausgerastet sind, als sie es gesehen haben, ey, wirklich. Hier ist gar nicht super. Nein! Hier ist alles super. Positiv Vibes. Hier ist gar nicht super. Doch das heißt noch nicht, dass das Glück uns verlässt. Genau. Oh, ein Gesangsset zwischen den beiden. Oh. Wir halten zusammen. Wir halten zusammen. Wir halten zusammen. Wir halten zusammen. Hört ihr die singen? Ja, die singen, wie cool. Ah, sehr gut. Ende ist nicht mehr. Niemals aufgeben, Leute. Das ist die Botschaft. Aber ich denke, es ist ein Ende, es ist immer ein Ausweg da. Ich muss definitiv mal unter meiner Spüle gucken, unter meiner Waschmaschine, wenn da Lego-Figuren rumlaufen können. Das muss ich sehen. Direkt filmen, ab auf YouTube, Millionen Klicks. Oh, jetzt hat er das Herz wieder. Oh. Hat er ja gebaut, eben. Als er noch jünger war. Hä, haben sie das so weit schon vorproduziert, das sind andere Schauspieler? Das sind ja 5 Jahre vergangen, ne? Wir leben hier zusammen. No, jetzt setzt er sich zu ihr. Oh, fucking hell, ey. Muss ich wieder weinen. Meine Güte, nee. Oh. Ist doch schön. Retten wir jetzt Emmett und stoppen Rex Abenteuerweste. Heißt das der Nachname Abenteuerweste? Oder wollen sie nur die Weste stoppen? Und das macht das Leben auch. Haben die jetzt zusammen die ganzen Raumschiffe gebaut, die aus der Kiste fliegen, Bruder und Schwester? Muss das so sein? Wer ist Rex? Er ist, glaube ich, eine Art Emmett aus der Zukunft. Hä, woher weiß sie das? Die Geschichte hat er doch nur Emmett erzählt. Woher weiß sie denn, dass er aus der Zukunft ist? Hä? Filmfehler. Das ist nur der Ausdruck der sterbenden Fantasie im Unterbewusstsein eines Jugendlichen. Ja, da hat er wohl recht. Der Bruder wird irgendwann erwachsen. Da spiel ich nicht mehr mit Lego-Figuren so krass. Gehst du in Lego Movie 3, wo der Junge dann erwachsen ist und seinen eigenen Kindern dann spielt? Oh. In der echten Welt in 2 geteilt? In 3 geteilt vor allem. Kopf ist auch ab. Oha, die Fantasie kommt wieder rein. Kann ich schon mal bewegen wieder dann. Du lässt ihn nicht im Stich. Das ist eine andere Parallelwelt, ne? Aber in seiner Parallelwelt hat sie ihn zurückgelassen? Natürlich, weil sie nie realisieren konnte, dass sie ihn mag, wie er ist eigentlich. Ne? Und tschüss. Ja. Der hat die Haare jetzt wie Kai von Lego Ninjago. Emmett wird nie so sein wie du.
Aber die Haare, die er wieder glatt gestriegelt bekommen hat, wäre ich früher neidisch gewesen. Ich hätte nicht immer so Haare abgehabt, die abstehen. Da, ich wusste es. Ich zurücke in die Zukunft. Hä, aber er ist doch aus einer Paralleldimension. Zukunft. Das ist ein Filmklassiker, den sich ältere Kinder ansehen. Auch Jüngere sollen sich ansehen. Zu der Zukunft richtig cool. Zu der Zukunft mehr geile Filme, wirklich. Drei geile Filme. Irgendwie auch dank mir, das heißt... Ich bin auch toll. Ja, stimmt, eben. Durch ihn hat sie es realisiert auch. Das ist mega das Paradoxon, weil er hat seine eigene Vergangenheit verändert und dadurch hat er sich dann aufgelöst irgendwie. Na doch, er gibt doch irgendwie Sinn. Wie bei Zu in die Zukunft. Können wir noch allerbeste, beste Freunde sein? Aber hallo. Hä, die sind doch nicht nur allerbeste Freunde, die sind doch zusammen. Zur Party? Was für eine Party ist das? Und da rein. Oh. Ja, sie hat aber gegen die Regel verstoßen. Sie hat gesagt, in die Kiste und sie haben sie da rausgeholt. Das gibt Hausarrest. Aber draußen Lego-Spiel auch nie gemacht. Aber das war's. Wenn Popmusik abgespielt wird, ist es vorbei. Sispokalypse. Sister Stadt und Apokalypto. Das Haus. Das innen größer als von außen. Das Originalalbum von Hier ist alles super? Moment mal. Ja, genau, sie hat's gesungen. Plot Twist. Es gibt so vielen Ebenen Sinn. Geil, geil, geil. Das war Lego Movie 2. Richtig geile, wirklich richtig heftiger zweiter Teil. Also generell bin ich eher nicht so ein Fan von zweiten Teilen, weil die meisten nicht so gut sind. Aber der hat es auf jeden Fall geschafft, richtig geil zu werden. Die Uncut-Version, wie ich drauf reagiere hier, die werdet ihr sehen können auf Mitglied. Wenn ihr Mitglied seid hier auf dem Kanal, Mega-Mitglied, dann könnt ihr jetzt alles sehen. Uncut. Lasst ein Abo da, 100.000 werden wir übrigens cool, wenn wir die noch erreichen dieses Jahr. Ist ja nicht mehr so viel Zeit dieses Jahr, ne? Ansonsten, ja. Bye, bye. Ich bin Profi Brody, weiße Brille, weiße Cap. Moment mal, da stimmt was nicht, stattdessen Bärenfell.